Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Dienstag, dem 29.12. Wir dürfen heute einen Eliminierungs-Showdown unter den ersten dreien abschließen. Das kann man kombinieren mit mehrere Spieler innerhalb von 5 Sekunden in Showdowns getötet. Wir dürfen ein Geschäft in Tamelwied besuchen. Das kann man wieder kombinieren mit Gürtelschnalle gewechselt. Zeige ich euch hier im Video, wie das funktioniert. Igelkraftwurz darf gesammelt werden. Spieler in Freeroom-Events mit einem Bogen getötet. Und wir dürfen Tiere mit Messer töten. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir nicht nur eine antike Schnapsflasche austrinken, sondern auch 3 Stück finden. Und dazu noch 3-mal Fossilien. Und dazu empfehle ich euch die Gegend, wo Madame Nazar heute steht. Und zwar steht die am Little Creek River in der Nähe der Hanging Dog Ranch. Dort befindet sich eine antike Schnapsflasche und nördlich davon findet ihr etliche Fossilien. Tiere mit dem Messer abstechen hatte ich erst gestern im Video drin und das ist hier eine Aufnahme von gestern. Dort hatte ich ja diese eine Kuh mit dem Messer abgestochen, also Tiere mit dem Lasso einfangen. Das geht auch gut mit Rehen, könnt ihr auch machen und dann mit dem Messer abstechen. Sollte kein größeres Problem sein. Wer nicht weiß, wie ihr in eine Eliminierungsserie kommt, zeige ich das nochmal hier mit Schnellbeitritt. Natürlich, dort kommt ihr in die Eliminierungsserie. Und jetzt kommen wir zu etwas Schönen und etwas, naja, wie soll ich sagen, Schönen, etwas Schönen und etwas Schlechten. Also ich habe heute Schatzkarte bekommen, wo ich hier die erste tägliche abgeschlossen hatte, und zwar Gürtelschnalle wechseln. Natürlich im Lager, in der Garderobe, einmal Gürtelschnalle dran, einmal Gürtelschnalle weg. Und jetzt passt auf, was passiert. Es kommen die 0,25 Gold und dann bekomme ich die Schatzkarte und ich bekomme 100 Dollar. Das ist heute früh passiert. Also 28 von 28 Tagen damit erreicht und morgen wird es dann bei mir auf 0,1 zurückgesetzt. Aber wer es so lange durchgehalten hat wie ich, der bekommt heute seine Schatzkarte und heute die 100 Dollar. Also ihr seht es jetzt hier, 28 von 28 Tage dabei. Ich habe es noch mal langsamer gemacht, damit ihr das auch schön sehen könnt. Ja, morgen geht es zurück auf 0,1. Ist das nicht extrem kacke? Wer ein Outfit hat, wo er eine Gürtelschnalle mit dabei hat, der kann das natürlich auch auf dem Pferd machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das beim Schneider funktioniert. Natürlich genauso. Ihr könnt bei jedem Schneider in die Garderobe gehen und dort die Gürtelschnalle wechseln. Ist alles kein Thema. Hier der Schneider in Blackwater, weil ja mein Lager heute dort in der Nähe stand. Also bei mir Gürtelschnalle dran, Gürtelschnalle weg. Geld habe ich ja schon, Gold habe ich ja schon bekommen. Geld leider auch und Schatzkarte. Okay. Aber ich zeige euch die Location von dem Schneider. Aber ihr könnt im Index auch nachschauen, wo die anderen Schneider sich verstecken. Und jetzt kommen wir zu dem Geschäft in Tamelwied. Da könnt ihr auch natürlich hinten in der Garderobe die Gürtelschnalle wechseln. Und da könnt ihr gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar, indem ihr das Geschäft in Tamelwied besucht und natürlich die Gürtelschnalle wechselt. Ihr könnt auch in Strawberry zum Beispiel oder in Rots ins Geschäft gehen, in den Gemischtwarenladen, und dort befinden sich auch Garderoben. Sollte kein Thema sein, also insgesamt mindestens 4 Möglichkeiten, wo ihr das machen könnt. Igelkraftwurz ist natürlich heute wieder gefragt und da zeige ich euch wieder meine Lieblingslocation, und das ist natürlich hier oberhalb von Windows Rock in der Nähe von Kotora Springs, dort bei diesem Gehöft. Ihr könnt natürlich mal mit Wapiti Indian Reservation Schnellreise anreisen und dann dort bei dem großen Beet und hier bei dieser einzelnen Stelle könnt ihr diese 5 Igelkraftwurz aufsammeln. Das ist hier das Beet. Das hat man, glaube ich, letzte Woche auch erst im Video drin. Heute ist nicht viel Interessantes dabei, sage ich ganz ehrlich, aber das Interessanteste bei mir war heute die Schatzkarte und die 100 Dollar. Leute, was soll ich sagen? Ja, ist kacke. Ich dachte wirklich, vielleicht überlegt sich das Rockstar noch mal, aber sie ziehen das wirklich durch und das finde ich wirklich traurig. Ja,
Sie müssen halt Geld verdienen. Ist irgendwie ein bisschen verständlich, aber für Spieler ist das sehr, sehr traurig. Zähigkeitstonikum dürfen wir heute auch benutzen und das gibt es natürlich bei Harriet. Und bei Harriet, bei La Grasse ist heute auch eine Wildblume. Und wer jetzt nicht weiß, wie das mit dem Zähigkeitstonikum funktioniert, der kann sich bitte das Video vom 25.12. anschauen. Dort ist genau erklärt, wie man mit Zähigkeitstonikum umgeht und wie das funktioniert. Harriet hatte heute etwas dagegen, weil ich hatte wohl ein paar Tiere zu viel erschossen und sie hatte heute keine Lust, mir Zähigkeitstonikum zu verkaufen. Deswegen, aus lauter Trotz, zeige ich euch hier nochmal Sumpfhabitat. Die ganzen Tiere nochmal kurz durchgeblättert. Wer noch nicht weiß, was da alles drin ist, bitteschön, hier sind die Sumpfhabitat-Tiere. Schwacher Schwarzgebrannter ist in den Fässern drin und wenn ihr bei Marcel starken Schwarzgebrannten angeschafft habt, dann könnt ihr durchaus hier an der Theke euren starken Schwarzgebrannten abgreifen und einkippen und natürlich dann gleich noch die antike Schnapsflasche hinterher und dann war sie gut in Stimmung und konnte auch noch etwas mit der Band tanzen und ich sag dann mal Ciao.